Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Hogwarts Legacy in der nächsten Session. Und ja, wir haben ihn immer noch, den Besen, wir haben ihn. Ah, ich freue mich, warte. Ah, es ist so. Merlin, so ein Fliegerass. Ich weiß, ey, es ist einfach... es ist so cool. Resi 4 kommt am 24. März raus. Ist ja quasi soweit. So. Ah, es ist einfach so schön. Es ist so schön. Ich habe mich auch mal informiert über die Talentpunkte. Denn, ja, das Spiel hat uns ja schon mitgeteilt, man kann nicht alles freischalten. Es ist ja eine begrenzte Menge an Skillpunkten. Es gibt aber Möglichkeiten, dass man trotzdem alle Talente kriegen könnte. Aber mal gucken, ob das überhaupt notwendig ist. Aber rein theoretisch wäre es möglich, dass wir auch die Talente kriegen, die wir eigentlich nicht kriegen sollten, weil uns die Punkte fehlen. Und das fände ich schon ziemlich cool. Da gucken wir mal. Ich weiß nicht, also ich bin jemand, ich mag es eigentlich eher, wenn ich schon alles freischalten kann in einem Spiel. Und das Quidditch-Feld. Oh ja. Die suchen hier den Schnatz, oder wie? Das wäre schon ziemlich cool gewesen, hier Quidditch spielen zu können. Da unten fliegen sie sogar. Die holen wir doch easy ein. Ich stoße euch alle vom Besen. wie geht das? Da gibt es ein Programm... Geht's denn darunter? Da gibt es ein Programm, dass man sich... PC geht das leider nur, dass man sich laden muss. Und da kann man dann den Hexcode bearbeiten vom Spiel und kann sich einfach quasi die Zahlen hinzufügen. Also man könnte sagen, okay, da steht jetzt im Code, du hast 0 Talentpunkte. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe 9. Und dann kannst du die halt noch ausgeben. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich funktioniert. Das werden wir dann, wenn es wirklich mal zu dem Punkt kommt, dass wir das machen wollen, können wir das mal ausprobieren. Ansonsten halt nicht. Aber es ist halt wirklich nur ein PC-Ding. Also auf Konsole geht das nicht. So, okay, genug rumgeflogen. Sorry, ich finde das immer noch so cool. wir haben hier Flugprüfung. Du zockst auf PlayStation 5? Ja, da geht das leider nicht. Nee. Also ich weiß, also normalerweise nein. normalerweise geht's auf Konsole nicht. Wäre mir neu. Ich bin mir zu 90% sicher, dass es auf der Konsole nicht geht. 95. Flugprüfung. Als ich bei Mr. Reeks einen Besen erworben habe, riet er mir, mit Imelda Rees auf dem Quidditch-Feld zu sprechen. Sie veranstaltet Wettflüge, mit denen sich der Besen sicher ausgezeichnet testen ließe. Sprich mit Imelda Rees auf dem Quidditch-Feld. Das heißt, wir müssen jetzt im Endeffekt hier ein Rennen fliegen. Wollte ich gar nicht. Ja, es ist immer noch so cool. Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist. Oh ja. Was ist hier so drüben? Ich... Mal gucken. Was ist das? Ach, wahrscheinlich muss ich zuerst mit dir reden, um es freizuschalten, oder? Das ist hier wahrscheinlich so... Einfach so eine Rennherausforderung. Imelda Rees. Hallo. Hallo Imelda. Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopton gehört? So war das doch gar nicht. Du klingst eifersüchtig. Also ich finde es jetzt nicht irgendwie böse, wenn wir jetzt hier sagen würden, dass es eifersüchtig klingt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ah, ich wollte... Kapitänin von Slytherin, eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz.
Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Bruh. Ich habe mich gerade mit einer Antwort unbeliebt gemacht. Was ist denn das? Wieso gibt's denn immer entweder eine normale Antwort oder eine Arschloch-Antwort? Also, like, what? Geht das? Ich würde es jetzt schon wissen, was das andere gewesen wäre. Wir gucken uns das jetzt an. Ich habe jetzt eigentlich keine Zeit. Vielleicht ein andermal. Pah, na gut, komm zurück, wenn du den Mumm dazu hast. Die ist jetzt mega pissed, Alter. So, ich meine, deswegen machen wir auch ein Let's Play, um uns das Spiel mal ein bisschen genauer anzugucken. Wir laden jetzt einfach ganz heimlich. Wo waren wir denn da? Wir haben 13.58. Ja. Ich denke mal, gestern dieses manuelle Speichern wird es sein, oder? Das wird schon passen. Okay. Ich lade da jetzt einfach mal rein und dann gucken wir mal ganz kurz. Ah, das ist ja... Nee, also... Bin ich schon ein bisschen frech von dem Spiel. Ja, siehst du, sind wir einfach da am Anfang. Entweder nett oder gar nicht. Weiß ja nicht. Kev, was machst du denn so in deinem Playthrough? Bist du denn eher lieb unterwegs oder drehst du komplett am Rad und beleidigst hier jeden? So, vielleicht ist die andere Antwort ja auch doof, dann... Wenn das nicht... What ist passiert? Ich habe B gedrückt. Da müssen wir jetzt aber nochmal eine Runde drehen. Die ist aber schon im Vornherein hier jetzt ein bisschen mad. So, wir probieren es nochmal. Hallo Imelda, Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopten gehört? Lieb, ich kann sowas nicht böse sein, außer die haben es verdient. Sehe ich auch so. Also ich bin eigentlich auch immer... Ich entscheide halt so aus meinem Ding, wie ich halt antworten würde raus so. Und also... Das ging gerade echt nicht. Also hat er von einer tollen Flugstunde mit Klopten gehört? So war das doch gar nicht. Also ich will ja gar nicht, ne? Weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Bin ich ein bisschen zufrieden damit. Also... Hätte jetzt nicht unbedingt so in die... böse Richtung gehen müssen. Aber ja, doch. Was für Strecken sind es denn? Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind drei Strecken, vor Ewigkeiten von ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Na, dann wollen wir doch mal, oder? Ich bin einverstanden. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Ja, schon so ein bisschen arrogant, die Gute. Oh Gott, keine Fehler jetzt. Nein, flieg doch! Okay, wir müssen 22 Ringe durchfliegen. Geschafft. Was ist das hier?
Das ist ein Boost. Okay, wir sind jetzt schneller. Beziehungsweise wir haben jetzt unendlich hier... Oh mein Gott, okay, das ist schon mega cool. Komm schon. Oh nein! Okay. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ah, die Aussicht hier. Mega. Das gefällt mir schon viel besser. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Oh. Aber... 14 von 22. Ich weiß ja nicht, die Dinge, wenn weitere so in der Entfernung zusammenbleiben, sollten das eigentlich haben. Das macht echt Spaß. Also diese Bubbles sind im Endeffekt einfach nur nochmal ein Boost, dass wir unendlich beschleunigen können, ohne dass wir die Ausdauer verbrauchen. Mega cool. Da ist die Ziellinie. Das Ziel! Woo! 1,35,6. Wäre noch ein bisschen besser gegangen, glaube ich, hätte ich auch wirklich alle von diesen Kugeln mitgenommen. Aber ich glaube, fürs erste Mal war das schon echt okay. Strafe für verpasste Ringe. Ah, aber wir haben ja keinen verpasst. Alles gut. Na dann. Stark. Unser erstes Rennen. Gucken, was sie jetzt sagt. Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Das werden wir sehen. Ich will deinen Respekt nicht. Ich meine, sie ist schon so ein bisschen sehr direkt. Aber ich will trotzdem nett bleiben. Ich will ja nicht jetzt ins Gesicht sagen, so dein Respekt bedeutet mir gar nichts. Das finde ich. Wir bleiben nett. Auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen netter sein könnte. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. Ja, dann zum Podium zurück, um andere Raser herauszufordern und in der Rangliste aufzusteigen. Okay. Das heißt, jetzt kann ich hier Rennbestliste. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Also wir sind ja nur noch hinter Ruby Wheel. Das kriegen wir doch bestimmt auch noch hin. 1,32,8. Also komm, das kriegen wir hin. Wir müssen nur noch ein bisschen schneller sein und dann sind wir Erster. 3 Sekunden. Das machen wir. Rennen starten. Wir werden jetzt Erster. Ich versuch's. Oh, das wird spannend. Ob das nicht schon ein Flugfehler war? Geschafft. Ha, warum bleibt er denn stehen, der Wahnsinnige? Großartig. Toll. Was ist denn los mit ihm? Ist er der Beste, dem ich hinterherfliege? Dann habe ich ja jetzt eigentlich schon verkackt, oder? Ah, ich weiß ja nicht. Ich versuch's einfach mal weiter. Komm schon. Kriegen wir durch die Ringe selbst auch nochmal einen Boost? Kann es sein? Oh, jetzt hier kein Fehler. Ja, der ist viel schneller als wir. Wir holen zwar leicht auf, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Mein Fehler am Anfang hat schon gekillt, glaube ich. Das war schon wieder zu viel. Das macht echt Spaß.
Es geht hier ums Gewinnen, es hat ganz Spaß zu machen. Wir holen auf, es ist knapp, aber er gewinnt trotzdem ganz knapp. Unlucky. Hat das jemand gesehen? Das hat nicht gereicht, ne? Aber wir waren schnell. Oder hat's gereicht? Ne, 1:32.6, glaube ich, war es bei dem anderen. Gucken wir nochmal. Oh, wie knapp. Es war so knapp. Okay. Dieses Mal ohne diesen komischen Fehler am Anfang. Wir kriegen das hin. So. Das ist eine Holzpuppe auf dem Besen, oder? Ich bin doch nicht doof. Nein! Es ist schon wieder passiert. Ich habe Linksklick gedrückt und die ganze Zeit ist nichts passiert. Jetzt. Oh Mann! Da schon wieder. Toll. Kann man das irgendwie neu starten? Das hat so keinen Sinn. Ja, es ist laut. Es ist laut. Wann hat er denn gespeichert? 14:08. Machen wir hier. Aber das hat absolut keinen Sinn. Ich bin jetzt schon zu weit hinten. Neuer Versuch. Also er darf halt nicht mit dem Besen stehen bleiben und der Boost muss von Anfang an sitzen. Das ist absolut wichtig. So, okay, jetzt komm. Das kriegen wir hin. Okay, jetzt. Perfekt. Wunderbar. Er hat halt trotzdem am Anfang einen ziemlichen Boost drin, ne? Ich krieg das hin. Ich will das unbedingt schaffen. Kacke. Macht nichts. Ich glaube, das reicht. Wir müssen halt immer die Kreise so knapp wie möglich nehmen. Dann sparen wir auch noch mal ein bisschen Zeit ein. Das macht echt Spaß. Komm schon. Also es könnte gerne auch noch ein bisschen schneller sein, das Fliegen. So von der Maximalgeschwindigkeit. Aber wir können den Besen ja auch noch verbessern, so wie es scheint. Also von daher. Komm schon. Super. Das gefällt mir schon viel besser. Boah, das wird richtig close. Das wird richtig close werden. Oh nein! Der Mist gerade, das war es wahrscheinlich schon wieder. Man darf da wirklich absolut keinen Fehler machen. Ja, das war es schon wieder. Tschiesch. Oh, das ist doch unglaublich. Man muss ja so perfekt fliegen. Oh mein Gott. Wir kriegen das hin. Bin ich hartnäckig. Minuten 23, also da musst du ja irgendwie in die falsche Richtung fliegen, bruh. Oder, ja, okay. Egal. Wir kriegen das hin. Geschafft. Aber der ist doch von Anfang an schneller als wir. So, das raff ich nicht. Also man darf auf jeden Fall keine dieser Kugeln verpassen, wenn man es schaffen will. Das ist absolut wichtig. Weil die halt immer gratis Boosts mitgeben. Und den braucht man einfach. Das macht echt Spaß. Na? Komm schon. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so ein Struggle wird, hier Erster zu werden. Aber schön, wenn man eine Herausforderung hat, auf die man hinarbeiten kann. Jetzt holen wir auf jeden Fall gut auf. Also wenn wir uns jetzt ranhalten würden,
und keinen Fehler mehr machen, könnten wir es eventuell haben. Perfekt. Schon. Yes, Mann. Oh mein Gott, wir haben ihn, oder? Es ist so close. Es ist so close. Oh mein Gott. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin noch so gut geflogen. Oh. Wo ist er? Ich mach ihn einfach weg. Bist du das? Avada Kedavra. Dein Erster. Boah, ist das knapp, Mann. Das kann doch nicht sein. Egal, nochmal. Super. Dieser Vorsprung, den er da am Anfang kriegt, das ist unnormal. Also man muss auf jeden Fall vor ihm durchs Ziel. Das ist auf jeden Fall der Weg dann hier. Das ist der Weg, um zu gewinnen. Okay. Ich frage mich gerade, also jetzt nicht wegen dem Rennen, allgemein, ob es da irgendwie Wege gibt, den Besen dann, also klar wegen dem Upgrades. Aber ich hätte schon gerne so einen richtig speedy Besen. komm schon. Aber ich glaube, Mod-Support für das Spiel, ja, wobei. Ich habe schon mal ein paar Mods gesehen, da ist irgendwie jemand zum Auto auch rumgeflogen oder mit den weirdesten Sachen. Also, es könnte schon hinhauen. Das war zum Beispiel auch wieder doof, dass ich kurz zeitlich geflogen bin. Weiß ja nicht. Der hat aber auch einfach einen schnelleren Besen als wir, das muss man ja auch sagen. Oh, jetzt könnte es close werden, Mann. Oh, nein! Nein, das wär's gewesen. Hätten wir die Scheiße gerade eingesammelt. Ich kann nicht mehr, Mann. Kann ich doch besser. Oh. Okay, hart. Sekunde. Ich muss mal ganz kurz, wir gehen schon wieder dahin, mal ganz kurz auf was antworten und dann probieren wir es nochmal. Okay. So, aber das Wichtige. Bin ready. Jetzt geht's weiter. Ja, werden starten. So, ich gebe jetzt schon Vollgas. Guck mal, wie der wegzieht. Perfekt. Vor allem jetzt ist die Ausdauer schon wieder leer. So, und jetzt haben wir wieder. Wir nehmen so knapp wie möglich. Versuche mal ein bisschen ruhiger zu sein zugleich, wenn es hier ernster wird. Irgendwie erinnert mich die Musik so ein bisschen an Mario. Irgendwie gleich Bock, irgendwo auf Pilze zu springen und so Zeug. Okay. Einfach nichts verpassen, das ist absolut wichtig. Jetzt bin ich ruhiger. Super. Wunderbar. Komm schon. Na! Ah! Wie soll ich den einen denn verpassen, Mann? Das ist schon wieder GG.
Das ist so ein schlechter Witz, das ist unglaublich. Man darf hier nichts verpassen. Oh mein Gott. Erinnert mich so ein bisschen an die Rennen aus hier Mad Max. Die waren auch immer ziemlich cool. Die hatten eigentlich immer was. Also ich hoffe, es ist okay, wenn ich da noch ein bisschen rumprobiere, aber ich will es jetzt echt hinkriegen. Der Besen ist einfach so cool, den wir haben. So, ich booste. Das hat schon fies. Wenn wir einen Kopf an Kopf Start hätten, dann wäre easy. Schon. Das macht echt Spaß. Ich halte jetzt einfach mal ganz kurz die ganze Runde meine Schnauze. Sekunde. Schon. Oh mein Gott. Oh, wir haben's. Das hat schon mal geklappt. Ja. 1, 2, 30, 1. Boah. Ja, schlag das mal. Nice. Und jetzt, was kriege ich? Nix? Irgendwas? Chris Kyle. Aber wie knapp, ne? Um 700 zu landen. Krass. Wir haben es geschafft. Besenprüfung auf dem Quidditch-Feld. Erster Platz. GG. Ich brauche eure Anerkennung. Er kennt mich an. Okay. Okay, es ist ein bisschen weird, dann direkt danach hier mit dem Besen so normal rumzufliegen. Der ist gleich viel langsamer. Was ist denn da? Achso. Oh. War hier nicht die... Warte mal, ist das hier diese Brücke mit Kerzen, die wir anzünden sollen? Ich sehe aber keine Kerzen. War die Schatzsuche nicht sogar auf der Karte markiert? Da müssen wir gar nicht mal so... Also es wäre natürlich schon cool, die selbstständig zu finden. Aber wir müssen halt nicht. Ich habe schon mal Bock, nochmal in diese Arena der dunklen Künste zu gehen. Da nochmal ein bisschen aufzuräumen. Wo denn? Wo? Hier unten? Achso, die Ruinen. Das weiß ich nicht, aber wir waren ja auch schon mal da drin und haben da mal ein bisschen geplündert. Wo kam jetzt dieser Boost her? Okay. Kriegen wir jetzt unsere erste Besenverbesserung, weil wir so gut waren? Ich hab's in 50 Sekunden geschafft. What? Aber mit einer Verbesserung dann, oder? Also nicht mit dem Vanilla-Besen jetzt hier. Das kann ja gar nicht sein. Spaß. Ich wollte schon sagen, Alter. Man, ziemlich schneller ging ja eigentlich fast gar nicht mehr. Das war ja... Gut. Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Oh ja.